So sehr Emmanuel Macron auf ein Wunder bei den Neuwahlen zur Nationalversammlung diesen Sonntag hoffen mag, so sehr haben viele Franzosen diese Hoffnung mit Blick auf ihren Präsidenten vielleicht schon aufgegeben. Er, der die Neuwahlen selbst ausgerufen hatte, um sein liberales Lager nach verheerenden Europawahlergebnissen wieder gestärkt zu präsentieren. Er, dessen Bündnis in Umfragen jedoch erneut als großer Verlierer dasteht. Er, der jetzt sogar vor einem Bürgerkrieg in Frankreich warnt, sollten die Rechts- oder Linkspopulisten allzu erfolgreich abschneiden. Vom mutigen Visionär zum zunehmend verzweifelten Zocker, so sehen einige den Präsidenten. Gesehen und gehört aber fühlen sich viele nicht, wie Friederike Hofmann erfahren hat. Es ist eine schwierige Mission. Wahlkampf für das Lager von Präsident Macron im Städtchen Marine, eine Stunde nordwestlich von Paris. Hier wählt man Rassemblement National. Rentner Alain Grimaud wählt die Rechtsaußenpartei. Von Macron hält er nichts. Hören Sie sich Ihren Präsidenten doch mal an. Was hat er denn gemacht? Milliarden Schulden und das ist alles. Und für Sie scheint alles gut? Émilie Chandler möchte als Abgeordnete wiedergewählt werden. Sie hat sich für heute sogar Verstärkung von der Bildungsministerin geholt. Sie will sich nicht unterkriegen lassen. Es ist echt hart, aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir haben noch so viel zu tun, so viele Baustellen. Wenn damit Schluss wäre, wäre das eine Katastrophe für Frankreich. Vor 2 Wochen bei den Europawahlen schnitt das Parteienbündnis von Macron desaströs ab. Der große Gewinner, die Rechtsaußenpartei Rassemblement National. Auch im 3500 Einwohnerort Marine wurde sie mit Abstand stärkste Kraft. Dabei war man hier eigentlich eher für Macron. Marcel Maillard will zum ersten Mal rechtsaußen wählen. Bis vor kurzem hat er für eine Supermarktkette gearbeitet. Wie die meisten Franzosen ist Kaufkraft für ihn das wichtigste Thema bei dieser Wahl. Für viele reiche es einfach nicht, trotz niedriger Arbeitslosigkeit und gesunkener Inflationsrate. Wir arbeiten und zahlen, zahlen, zahlen. Das macht viele wütend. Auch die Sicherheit in Frankreich besorgt ihn. Laut Umfragen ist das das zweitwichtigste Thema bei dieser Wahl. Es ist anders als das Frankreich, was ich noch kenne, wo man ohne Angst auf der Straße laufen konnte. Wenn man jetzt zum Beispiel durch Paris geht, fühlt man sich einfach nicht mehr sicher. Er will Rassemblement National wählen, um ein Zeichen zu setzen. Ein paar Meter weiter, das Fenstergeschäft A Vos Fenêtres. Inhaberin Christelle Charbonnier-Louis will auf jeden Fall wählen. Aber wen, das findet sie dieses Mal besonders schwer. Eigentlich die gemäßigte Linke, dass die sich aber mit der extremen Linken La France Insoumise zusammengetan hat, stört sie. Das sind so unterschiedliche Menschen und Positionen, dass man überhaupt gar nicht weiß, was für eine Politik herauskommen kann, wenn sie gewinnen sollten. Im Geschäft überraschender Besuch. Die Wahlkämpferinnen vom Macron-Lager kommen vorbei. Wenn ich sie so sehe, ändert das schon etwas mein Bild von Politikern. Sie sind sympathisch, sie lächeln. Der Besuch der beiden Wahlkämpferinnen ändert aber nichts daran, dass Christelle sich Sorgen macht, wie die Wahl ausgehen wird. Friederike Hofmann in Paris. Friederike, heute Abend gab es eine große TV-Debatte. Könnte es das liberale Lager um Macron noch schaffen, den Rückstand in den Umfragen zumindest etwas aufzuholen? Also von dieser Debatte heute Abend, da gibt es keinen so ganz klaren Sieger. Was man halt gemerkt hat, ist, dass diese drei Lager einfach total aufeinanderprallen bei den unterschiedlichen Themen, sei es bei der Rente, sei es bei der Mehrwertsteuer. Also es sind einfach sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Der Rückstand des Macron-Lagers ist aber auch doch so erheblich, dass dort einiges passieren muss. Es gibt Umfragen zu diesen bevorstehenden Parlamentswahlen. Da liegt der Rechtsaußen, die Rechtsaußenpartei Rassemblement National deutlich vorne. An zweiter Stelle das
linke Wahlbündnis und dann doch etwas abgeschlagen das Lager von Präsident Macron. Man muss mit diesen Umfragen aber sehr, sehr vorsichtig sein, weil einfach dieses Wahlsystem recht kompliziert ist und man es nur schwer in Umfragen abbilden kann. Das liegt daran, dass es 577 Wahlkreise gibt, in denen es quasi kleine Wahlen gibt mit völlig unterschiedlichen Kandidaten und völlig unterschiedlichen Konstellationen. Dann gibt es noch einen zweiten Wahlgang und noch eine weitere Unsicherheit, nämlich die Wahlbeteiligung. Die scheint dieses Mal doch deutlich höher zu liegen als bei den letzten Malen. Da schätzt man, dass das so bei 60% liegen könnte. Und wem das dann wirklich in die Karten spielt, also welches Lager davon profitieren könnte, das ist heute auch noch nicht klar. Mhm. Wenn Macron davor warnt, die Programme der extrem rechten und linken Parteien könnten zu einem Bürgerkrieg führen. Wie sinnvoll ist das? Wen erreicht er damit? Ja, er kämpft jetzt einfach an allen Fronten. Also er hat wirklich zum Angriff geblasen. Man merkt, er ist in dieser Zange eingequetscht zwischen rechts und links und versucht, diese zwei Fronten jetzt so gut es geht zu verteidigen und auch wirklich anzugreifen. Er versucht ja gerade die zu bekommen, die keine Extreme wählen wollen. Und da stellt man sich schon die Frage, inwieweit so eine extreme Rhetorik bei denen auch wirklich zieht. Und er schafft sich dadurch ein weiteres Problem, nämlich die eigenen Leute. Wir hören immer mehr aus Kreisen des präsidialen Lagers, dass sie hoffen, dass der Präsident sich nicht weiter äußert. Er hat diese Woche schon einen Brief geschrieben. Er hat diesen Podcast, diese Äußerung mit dem Bürgerkrieg getätigt. Also er ist ständig präsent und die ganzen Wahlkämpfer wollen eigentlich gar nicht, dass der Präsident sich noch weiter äußert. Früher war so ein Präsident eigentlich ein Pfund im Wahlkampf. Das ändert sich gerade. Auf den meisten Flyern ist er gar nicht mehr drauf. Also die Wahlkämpfer auf der Straße hoffen wirklich, dass Macron einfach nirgendwo auftaucht. Und im Französischen gibt es jetzt sogar eine Wortschöpfung dafür. Ein Verb, demakronisieren. Das heißt, Macron aus dem Wahlkampf wirklich raushalten. Friederike Hofmann. Vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen nach Paris. Danke.